Ich muss sie dann wieder abholen vom Kindergarten. Willkommen, wir gehen spielen. Oh, oh nein, ich bin hier weg. Das war mir jetzt zu gruselig. Schnell! Was? Wo willst du hin? Belangen eh. Wohin? Almigataku, schnell! Wieso denn jetzt schnell? Schnell! Schnell, jetzt kannst du Offroad fahren. Was? Wieso ist das denn jetzt so? Was ist los? Hast du eine Nachricht gekriegt? Drück auf die Tube, wir müssen zum Almigataku! Du machst mich irre, ich hab's nicht mal links, markiert. Links, fahr links! Ja, aber das sind Bäume! Fahr doch durch die Bäume durch! Strohballen. Die sind tödlicher als Bäume. Links da! Es gibt diese Links. Links da! Wir müssen weiter links! Hier ist doch das Haku. Ja, weiter links! Und jetzt rechts rein! Du hast ja Einfahrt verpasst, schnell! Die Bremsen sind nicht mehr die besten. Los, Eridas, einsteigen! Steigen in den Van! Moin, so, Alarm hat beendet. Wie ist die Frequenz? Die war richtig. Achso, ich hab euch nicht gehört, oder ihr habt nichts gesagt? Wir haben nichts gesagt. Achso, nett seid ihr. Eieieiei. Eigentlich brauchen wir ja nur den grünen. Ah, ich fahre dann überholen, dann sind sie gekommen, dann bin ich da verwirrt zurückgezogen. So, die Herren. Guten Tag, die Herren. Schönen Tag. Ich hätte gern mal gewusst, wer hier den großen grünen Laster gefahren ist. Er war's. Ich, ja. Ja. Komm mal eben von der Straße runter, Carsten. Besser, danke. Bisschen riskantes Überholmanöver da vorne, nicht wahr? Ich bin ja sofort zurückgezogen. Ja, das war, haben wir gerade so noch geschafft. Trotzdem, oh, war noch ja, knapp war es. Könnte ich mal eben Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere sehen? Ace, die Fahrzeugpapiere sind auch bei dir im Portemonnaie. Ist ja deine Karte. Ja, warte, ich gebe Ihnen mal eben die Fahrzeugpapiere. Das sind alles meine Fahrzeuge. Mhm. Ach, bitteschön. Okay, wunderbar. Ja, dann gebe ich Ihnen schon mal wieder zurück. Bitteschön. Ihre auch. Dankeschön. Wie schnell fährt denn Ihr Samak oder Katzmatz hier? Wie schnell fährt er? Ich glaube, der fährt 100, glaube ich, maximal, ne? Ja, ich glaube schon. Also knapp 20, knapp 20 weniger wie der Tempest. Fährt Ihr Typhoon oder Tempest? Der fährt 20 mehr, also 120. Jetzt rein theoretisch hätten sie ja überholen dürfen, aber das hätten sie dann doch wieder nicht dürfen, weil sie dann die Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h überschritten hätten. Ey, wir sind ja gerade aus dem Kreisverkehr gekommen mit guten 30 und der beschleunigt eindeutig schneller der Tempest, weil der hat ein bisschen mehr Leistung. Naja gut, das nächste Mal ein bisschen vorausschauend fahren. Falls dann irgendwann nur das sein sollte, dass wir Hilfe brauchen, sie können uns notfalls auf der 110 erreichen. Jawohl. Und soweit bleibt es erstmal bei einer Verwarnung. Es wird auch nichts Größeres geben dafür. Dankeschön, sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Gut. Wir werden es uns hinter den Löffel schreiben, ne? Ja, ist ja gut. Ja. Gut, alles klar. Gut. Ja, dann wollen wir es immer nicht. Entschuldigung. Ich hab nichts gesagt. Entschuldigung. Ja, gut, dann wünsche ich Ihnen eine gute und sichere Weiterfahrt. Das wünschen wir Ihnen auch. Wie war das? Einen schönen, einen arbeitsreichen Tag, aber nicht zu arbeitsreich, ne? Ja. Viel Action, aber nicht zu viel. Das ist aber gut. Ebenso. Alles klar. Dann einen schönen Tag noch. Schönen Tag. Tschüss. Aufsitzen, Jungs. Tschüss. Genau. Jetzt blinkst du rechts, schaust im Spiegel, blinkst du rechts, Schulterblicke und rechts abbiegen. Der rechte Spiegel fehlt. Oh, dann machst du plus Schulterblick zweimal. Links, jetzt rechts, aus dem linken rechts, Spiegel blinkst links, rechts, links, links, linkser Schulterblick, linkser Schulterblick. Was ist ein Schulterblick? So, schaust du im rechten Spiegel,
Machst rechts schon Blinker rein, machst Schulterblick und biegst rechts ab. Und auf deiner Straßenseite. So. Guck mal, jetzt wo seine Beförderung bestätigt ist, ne? Geradeaus. So, jetzt machst du, schaust links im Spiegel, machst links den Blinker rein, machst Schulterblick. Aber ich muss auch rechts gucken, ob verkehrt kommt. Genau. Ja, das kannst du selber machen. Sollte, muss er ja selber denken. Haben wir Absperrlichter? Nee, ne? Jetzt fährst du auf die rechte Seite ran. Gut. Nicht so weit, da müssen wir voll weit gehen. Ja, halt er schon überprüft? Alex Sky! Haben wir nur die auf der Insel? Ja, haben wir. Okay, Leitstelle. Leitstelle, bitte klarkommen. Leitstelle, bitte klarkommen. UAD-Leitstelle von Polizeileitstelle, kommen. Wir haben hier den verlassenen Fort Transit. Position wird mal auf der Karte markiert. Der müsste abgeschleppt werden. Fahrer ist nicht auffindbar. Name wird Ihnen bekannt gegeben, sobald Sie dort sind. Stehen drei Polizisten, passen auf, dass die Blinkerflüssigkeit nicht ausläuft. UAD. U-R-D. U-R-D. Oh. Ich hab ein bisschen Angst. Guten Tag. Da steht dort ja auch noch ein Lader auf der Straße mit Reifenschaden. Auch verlassen. Oh. Keine Ahnung, was das ist. Wird zu Mode. Ja, irgendwie schon, ne? Ja gut, wir haben hier den Besitzer, den Herrn Alex Sky. Okay. Damit Sie Bescheid wissen über das Fahrzeug, auf jeden Fall. So also Sky, wie der Himmel. Das Fahrzeug wurde ja eingeparkt. Positiv. Und steht jetzt in der Garage. Na gut. Dann werde ich den mal mitnehmen und eventuell darüber informieren, dass das Fahrzeug bei uns am Hauptquartier steht. Und jetzt noch einmal, ich habe es nicht ganz verstanden. Wo stand der Lader? Da, wo ich hier die Straße hergekommen bin. Da lang, das ist genau südwestlich, ungefähr 600 Meter von hier. Ist hier so nice, wer ist das? Achtung, ich schicke Leo, kontrollieren wir heute mal. Okay, okay, bitte kurz, ich glaube, da steht ein weißer Lader, der gegebenenfalls den Kfz-Zulassungsstelle blockiert und den Spawnpunkt. Vielleicht euch danach drum kümmern. Jo, bin ich sicher, ob wir das wirklich können. Danke. So, mal sehen, wie ihr Alex gehört. Alex Sky! Auch Alex Sky, auch wirklich? Alex, der markiert sein Revier. Der steckt ab. Ja, ne? Das geht von hier bis dahin. Ich glaube, wir sind in sein Revier. Aber was macht er denn mit den ganzen Autos? Soll ich mal mit Dietrich aufmachen? Achso, macht Olaf. Eigentlich sollte man sich durch die Scheiben hechten können, die fehlen ja sowieso. Na, nach den ganzen Donuts und mit der Ausrüstung passt das nicht mehr. Oha. Aber man könnte ja auch durch die Scheibe durchgreifende Pin hochziehen. Wenn die Karre nicht so alt wäre, dass der Pin schon abgebrochen ist. Ist wahrscheinlich abgerostet. Ja. Aufwendige Lackierung. Ja, ne? Hässlich, aber. Jetzt fehlt, dass hier ein Hammett kommt und einfach hier einmal. Ich hab mir gerade geschrieben. Kann den Transit nicht laden, zu groß für den LKW. Was? Schreibt schon, kann er zum Lader kommen. Dann soll er den Lader holen. Dann soll den abschleppen, wir knacken den Transit. Ja, wir knacken den Transit. Oh. Alles gut. Hup. Okay. Wie viel Dietrich habt ihr eigentlich dabei? Ich hab ihn angeschrieben. Jetzt hab ich keine mehr dabei. Also ich hab noch zwei. Ich hab einen. Ich sag's euch, wenn die Dietrich ja nicht ausreichen, dann darf einer nach Rönne laufen und welche holen. Loco nach Rönne laufen. Oh, wieso hab ich das gesagt? Ja, wie gesagt, den bekomme ich leider nicht drauf. Der, ja, ist zu groß und jetzt kaputte Reifen, weil ich es doch versucht habe. Ja, wir werden mal versuchen, das Fahrzeug mit Dietrich hin zu öffnen. Wenn nicht, schieben wir es mit unserer magischen Hand zum Impound Office. Genau. Gut, dann, der Lader steht hier die Straße runter, seht ihr richtig, ne? Ja. Genau. Und, ist der Besitzer bekannt? Soll ich den mitnehmen? Alex Sky.
Ja, er selber. Geil, na, der hat's ja heute, ne? Der markiert sein Revier mit Autos. Ja, warum auch nicht? Mein Mann kann auch zeigen, wo ich was man hat, ne? Naja, so beeindruckt ist es bisher nicht, aber ja. Ne, nicht so wirklich, ne? Gut, dann gute Schicht und guten Dienst, ja, ne? Genau. Ja. Schönen Tag. Tschüss. Oh, das klingt gut. Gut, dann die Räder dran. So, wer möchte fahren? Von mir aus fahre ich den, wenn das okay ist. Ja, mach das mal. So, ich habe Ihnen den Wagen mal direkt aufgelassen. So, danke schön. Herr Sky habe ich schon informiert über den Lader. Will ich noch kurz informieren über den Transit hier. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie es hierhin gebracht haben, weil wenn ich ihn aufgeladen habe, guckte die seine Schnauze durch mein Führerhaus. Das sah nicht so gesund aus. Das ist nicht gut. Nein. Oh, ihr nerven sich. Müsst ihr jetzt gerade bei mir kuscheln auf den Schuss? Geht mal hier weg, ey. Oh, Entschuldige. Und die Halluzination, oder? Wir haben ein paar imaginäre Katzen immer dabei. Haben Sie zufällig was eine Gummizelle hier? Ja, ich komme einfach hin in den Transit. So eine kleine, aber feinen Container. Dann könntest du den Veritas damit hinnehmen. Ich dachte, Olaf und Loco wollten mit mir kuscheln. Gut, dann kommen Sie mal mit. Steigen Sie mal bei mir ein. Ich bleib hier. Dann wird, ich sitze bei den Händen vom UAD mit. Sei denn von Bedeutung, wenn er nachher mit zwei Fingern weniger wiederkommt? Ja, ich brauche den Zeigefinger und den Mittelfinger. Ja, praktisch. Sollte Veritas, Sie gehen jetzt bitte beim UAD mit. Komm bei Fuß hier. Ja. Und holst dann dabei die Waffe. Jawohl. So. Gut. Ich werde sie dann wieder abholen. Vom Kindergarten. Ja. So, komm, wir gehen spielen. Oh nein, ich bin jetzt weg. Das war mir jetzt zu gruselig. Komm. In die dunkle Gasse, da ist alles gut. Sollte Loco, wir fahren jetzt. Ja, wir fahren. Doch. Komm mal hier mit. Hallo. Veritas. Ja. Wir müssen zum Hauptquartier. Achso. Okay, ich muss. Danke. Okay, ich habe ihm gerade eine Rundführung gegeben, ne? So Kindergarten in der Feuerwehr. So. Achso, ja, ich bringe den Veritas wieder später vorbei, dann können jetzt ja die weiterführen. Kids behalten. So hat sich das jetzt angehört. Bring den Veritas wieder mit. Ja, dann viel Spaß dann. Wir haben kein Licht an. Also. Ich glaube, wir haben kein Licht, oder? Nimmst du jetzt die M4 mit den Laser-Dings in die Hand? Ja. Dann soll ich damit leuchten, oder was? Mach das Laser-Dings jetzt dran. Jetzt drück Steuerung C. Und L. Und dann stehst du auf und schaust nach vorne. Rekrutenlicht. Für die Sicherheit. Also die haben schon verarbeitet und wir stützen jetzt nur den Transport. Keine Ahnung, wir bauen uns jetzt einfach mal da hoch, erstmal zum Boxi zu kommen. Gut, also die sind schon unterwegs, vermute ich mal. Zum Großhandel da unten. Ja. Na gut. Warte, ich guck mal eben nach. Was war das? Du bist auch tot? Ja. Ist hier noch jemand? Hallo? Medics sind online zwar, also muss ich mal rufen. Schnell, request!
Zwischen Röhne und Arkebebi ist er. Wer? Ich glaube, ich höre Gott sprechen. Ich höre auch Gott sprechen. Loco macht Schrankendienste, hab ich gehört. Schrank? Was? Oh Gott. Welche? Hey Loco, erstmal Schrank aufräumen jetzt. Ich denk Schrankendienst. Du bist ja damit Schrank. Nee, nee, Schrank. Was liegt denn hier für... Hey, hey, willkommen im IKEA Möbelparadies. Wie kann ich Ihnen helfen? Fahr einfach rechts Offroad. Fahr auf die Straße wieder, fahr auf die Straße wieder. Ja, was? Fahr Offroad, fahr auf die Straße. So. Du musst das machen, was die Leitstelle sagt. Wo haben Sie eigentlich den Kugelschreiber? Sie haben doch mit zwei in die Waffe in der Hand. Das waren seine Zähne. Oh Gott. Soll Rekruten einschüchtern. Leitstelle für König. Leitstelle. Bitte einmal darum, den Detective König auf die Fahndungsliste zu setzen, wegen Fahren ohne Licht. Ich wurde gerade von Zivilisten angesprochen. Verstanden, oder? Alles klar, danke. Alles klar.